Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Wir spielen die Fahndung und werden jetzt erstmal hier ein bisschen wieder aufmunitionieren, unsere Reserven auffüllen. Wir spielen die Fahndung und zwar der Anwerber. Und wir sind jetzt hier auf Roosevelt Island und versuchen Sergeant Dubois davon zu überzeugen, Mel Arnold freizulassen, denn den hat er als Geisel genommen. So. Jetzt haben wir da vorne wieder die Kollegen, die natürlich ganz anderer Meinung sind. Die das nicht so wie wir entspannt sehen. So, wir haben nochmal zwei Raketen. Da legen wir mal los. Und es. Wir marschieren wieder. So, da kommt einer raus. Da kommen zwei raus. Für ihn hat sich das aber dann erledigt. Sehr gut. Und weiter geht's. So, gibt's da drin irgendwas aufzusammeln? Nein, da gibt's diesmal nichts. So, ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt auch hier gleich wieder heiß wird. Wir suchen Sergeant Dubois. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Ist die Mutter der Porzellankiste? Ja, klar, da sind sie. So, ist da links frei. Links ist frei. Dann können wir uns jetzt eigentlich erstmal hier hin. Wie sieht's aus? Okay. Ah, ja. Dann würde ich doch sagen, wenn der da unten kommen sollte. Dann begrüßen wir den mit einer Granate. Ja, das war nicht ganz so clever von dir. Aber er war nun mal in der Schule auch nicht der Hellste. Ja, jetzt haben wir dich aber. So. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die kommen da immer von rechts hier raus. Okay. Okay, okay, okay. Noch haben wir hier eine gute Position. Das ist keine so gute Position von dir gewesen. Ja. Komm, hol ihn raus. So, jetzt kommt da wieder von links was. Und von, ja, von rechts. Sie kommen immer von beiden Seiten. Ach du Schande. Okay, okay, da hat er sich doch tatsächlich von links angeschlichen. Frech wie er ist. Er strotzte vor Selbstbewusstsein und das wurde ihm zum Verhängnis. Oh, die Drohne ist außer Gefecht. Wir gehen mal ein kleines bisschen hoch. So, ups, das war nicht. Aber jetzt. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Brauchen Sie etwas? Dünger vielleicht. Die Pflanzen sehen hungrig aus. Pflanzen? Pflanzen? Soll ich das wiederholen oder? Hä? So, wir haben ja schon mal jemanden gerettet, der hat sich um die Fische gekümmert. Die andere ist Drohnenpilotin. Ich bin ja mal gespannt, was der Kollege dann für uns tut, beziehungsweise für die Schlosssiedlung. Was er für uns tun kann. So, es geht weiter. Da oben ja nicht, ne? Da ist nichts. Nö, 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 nö. Da geht's jetzt weiter. Ach ja, da müssen wir wieder einmal ums Karree. Hier gibt's Moon. Ich habe schon so das Gefühl, wo wieder der Endkampf stattfindet. Oder wo wir Sergeant Dubois dann zu Gesicht bekommen. Ich überlege gerade. Auf dem LKW wäre es natürlich ganz gut. Die zwei sind da oben auf dem Turm. Das heißt, wenn wir den da hoch... ist klar, nee. Ist klar, nee. Ja, okay, dann machen wir hier und decken die rechte Flanke.
Ups. Na, gehen wir doch gleich mal hier rüber. So, der hat sich hier, will sich über rechts ranschleichen. Das war keine so gute Idee. Der da oben ist auch aus dem Turm schon raus. Können wir da durchschießen? Nein. So, ich habe die Befürchtung, dass dann von da hinten die ganze Armada kommt. So, hier erstmal aufnehmen. Dann wäre natürlich im Prinzip... Augenblick. Wo kommen wir denn? Kommen wir denn da nicht? Doch, da kommen wir. Dann gehen wir doch mal hier selbst in den Turm. Ah, keine so gute Idee vielleicht. Ja, dann machen wir das anders. Dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Ach, das geht nicht. Komm, schnell, zügig. Besser ist es, wenn wir nicht da oben neben den explosiven Stoffen sind. So, da links ist noch einer. So, wir stellen mal um auf MG, wenn da jetzt noch die Kollegen rauskommen. Ich wusste es. Ach so, ja doch. Ja, ja, da kommen sie. So, ich gebe euch Blei. Gehört zu uns und will nur spielen. So, was haben wir? Kommt da noch einer? Ja, da kommt noch einer. Ja, die kommen jetzt nicht rüber, oder? So wie ich das sehe. Die wollen nicht rüberkommen. Dann holen wir mal unser Geschütz vom Turm. Und wir spurten in die nächste Deckung. Ja, die roten Geschichten sind immer ganz schlecht als Deckung. So, die Frage ist, die springen jetzt da drüben rum. Ah, da ist auch sowas Fieses. Okay. Dann schnapp dir du dir dieses Teil. Ja, das sind ja mehrere von diesen Geschützen. Jetzt bin ich am Überlegen, sollen wir auf die rechte Seite oder sollen wir da hochrennen? Oh, da kommt auch einer. So, Freunde. Irgendwie ist jetzt gerade so ein bisschen eine Pattsituation. Ah, ein Scharfschütze. Aber das wird sich erledigt haben. Okay, jetzt da auf der rechten Seite. Okay. Dann wachen wir hier über die linke Seite. Huch, leer. Ja, im Kugelhagel hat ihn niedergestreckt. So, was ist da oben? Auf jeden Fall immer noch nicht Sergeant Dubois. Er lässt auf sich warten. Er lässt sich, er ziert sich. So, das nimmt ja wieder mal kein Ende hier. Eine Welle nach der anderen. Die Jungs sind aber auch wirklich nicht satt zu kriegen. So.
Genau. Wir verlassen uns mal darauf, dass unser Geschütz die rechte Seite frei hält. Oh, Geschütz ist im Cooldown. So, dafür treibt es den Kollegen jetzt rüber auf die rechte Seite, wo unser Geschütz ist. Dröhnchen ist im Cooldown. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ah! Nicht wirklich. So, das war's für hier. Dann gehen wir weiter. So, war da noch was? War da noch was? Da war noch was? Da war noch Moon. Okay. Und hier geht's links rein. Stopp hier. Stopp, stopp, stopp. Wo ist jetzt Sergeant Dubois? Jetzt müsste er doch mal langsam hier zum Vorschein kommen. Oha, oha. Ach nee, bitte nicht. Da fühle ich mich immer so unwohl dabei. So, wo ist die nächste Welle? Ist das eine perfekte Welle? Nein. Oh, da kommt einer. Nein, du baust bitte kein Geschütz auf. Ja, wusste ich's doch. Ach, jetzt baut er hier auch noch ein Geschütz auf. So. Das Geschütz wird sich dann wohl auch erledigt haben. Ah, da kommt noch einer. Oh, da wirft wieder einer eine Granate und ich glaube, ich renne auch noch direkt in die Granate rein. Ei, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. So, leichte Erholung, leichte Erholung. Das war's auch für diesen Teil. So, hier gibt's Moon. Wo ist nochmal unser Geschütz? Hier. Bitte mitnehmen. Ich danke dir. Achso, da drüben gibt es noch ein bisschen was aufzunehmen. Stahl. So, Dele. Das können wir immer gut gebrauchen. Das können wir immer gut gebrauchen. Hallo? Nein, das können wir nicht gebrauchen. Das können wir gebrauchen. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier, gell? Ja, ja, genau. Und dann rechts rum. Sehr schön. Okay, okay, okay. Und dann hier links. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Moon. Ah! Okay. Die bewachen hier. Oh. Oho. Ah. Ups, da war ja dann richtig, da sind ja die Kollegen richtig, ne? Wusste ich nämlich, dass das vorher nicht so war. Okay, da wäre ich ja beinahe ins offene Messer gelaufen. Das ist, wenn man halt auch einfach ein bisschen übermütig ist. Sergeant Dubois, ich freue mich auf deine Bekanntschaft. Wie sieht's aus? Bekomme ich dich jetzt kennenzulernen oder lerne ich dich jetzt gleich endlich kennen? So, ich hoffe, da oben ist nichts. Ja, da oben ist nichts. Weil sonst stehen die nämlich auch da oben in den Türmen. So, wir robben uns vor in die Deckung.
So, immer noch kein Sergeant Dubois zu Gesicht bekommen. So, irgendwo springen hier wieder welche rum. Wir warten ein bisschen ab. Wir warten ein bisschen ab. Aha. Da. Ah, da kommt einer von der Seite. Oh ja, das dachte ich mir doch. Okay, Freunde, lasst uns Fremde bleiben. Oha. Oha, kommt er hier von rechts? Nein. Naja, gut, mit der Schrotflinte wirst du jetzt nicht weit kommen, ne, mein Freund? Auf die Entfernung. Ah, irgendwas ist noch auf der rechten Seite hier. Ach, das Geschütz. Oha. Ja, das mit dem Geschütz immer, ne? Also ihr habt's echt mit euren Geschützen. Ich gebe zu, ich habe auch eins. Ja, dann sehr schön. Das hat sich dann wohl erledigt. So, dann bauen wir das Geschütz hier oben auf. Wenn es denn überhaupt noch benötigt wird. Okay. Dann sind wir hier also auch durch und wir müssen noch weiter marschieren zu Sergeant Dubois. Und das werden wir in der nächsten Folge tun, denn ich glaube, da wird es nochmal ein bisschen richtig eng und eckig. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein für diese Folge The Division 2, die Fahndung. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und früher oder später werden wir ihn wohl auch zu Gesicht bekommen. Aber noch müssen wir uns darum kümmern, Mel Arnold hier aus der Geiselhaft von Sergeant Dubois zu retten. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Bahnfarmer.